to streets, tied to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fine until the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes eine Portion Kaffee und ein Stück, wie heißt das noch? Sachertorte. Mit oder ohne? Mit oder ohne was? Schlag was. Sahne. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Mit natürlich. Und der Kaffee? Auch mit. Also, einmal Kaffee mit Schlag, einmal Sache mit Schlag. Na, ob so viel Schlagobers gesund ist. Herr Schukow, guten Morgen. Herr Spitzer, wieso kommen Sie hierher? Ich dachte... Alles in Ordnung. Ich kann Ihnen mitteilen, dass heute um 14 Uhr sämtliche Vollmachten für die Konten und natürlich auch das Bargeld für Sie bereitstehen. Und wo? In einer Bankfiliale gleich hier in der Nähe. Sie werden das alles abwickeln? Wenn es Ihnen recht ist, ja. Es ist ein Unglück, dass wir unsere Geschäfte beenden müssen. Aber das war ja vorauszusehen, die neuen Zeiten. Darüber sind alle nicht sehr begeistert. Aber Sie haben mir vorgesorgt. Geben und nehmen. Alle haben ihren Vorteil gehabt. Und ich das Risiko. Hat es zuletzt in Moskau Probleme gegeben? Sagen wir so. Einige Leute haben auf die Gelegenheit gewartet, mich loszuwerden. Aber ich bin ihnen ein wenig zuvor gekommen. So, bitteschön, Ihr Kaffee und Ihre Sachertorte. Bitte schlafen. Wenn Sie gerade da sind, ich nehme das gleiche. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Was ist los?
Drücken Sie doch auf die Knöpfe! Keine Panik, es geht gleich weiter. Bitte zurück, Harry. Oben bitte Brot, du gibst nichts zu sehen. Bitte zurück. Danke. Ja, weiter geht's. So rechts. Jetzt bitte auf die andere Straßenseite rüber. Gott sei Dank. Aber wieso fahrt er wieder rauf? Also hier unten ist nichts. Bist du dir sicher? Er ist sich sicher. Der da! Der ist bei dem Mann am Tisch gesessen! Bleiben Sie stehen! Na, was ist los mit ihm? Ist auch verletzt. Vielleicht kann man sich später um ihn kümmern. Mhm. Weit haben wir es gebracht. Eine Bombenexplosion mitten am Stephansplatz. Hier, die beiden Pässe, die habe ich bei dem Toten gefunden. Dafür hat der überhaupt nichts bei sich gehabt. Genaueres kann ich dir erst morgen früh sagen. Also gut, heute Abend. Wie heißt denn der Hund eigentlich? Rex. Komm, Rex. Na komm schon. Komm, du kannst ja nicht ewig hier sitzen bleiben. Was passiert denn mit dem Hund jetzt? Schwer zu sagen.
Wir hatten schon einmal so einen Fall. Der Hund hat sich an keinen anderen Menschen mehr gewöhnt. Er wurde sogar depressiv. Und? Wir mussten ihn einschläfern lassen. Aber Sie werden mir doch ungefähr sagen können, wann... Was? Ja, Moment. Nein, sagen Sie mir nur, wann der Mann einvernehmungsfähig ist, ja? So fühlt sich bedroht. Ja. Ja, dann holen Sie mir halt den Oberarzt ans Telefon. Ich Schön für ihn, dass er gerade einen Privatpatienten operiert. Ich melde mich wieder. Danke. Ist doch ein Witz. Der Patient braucht Ruhe. Der Patient ist schwer verletzt. Das kann nur der Oberarzt entscheiden. Was der einen Kollegen von uns erschossen hat, ist denen egal. Hm? Scheißtag ist das. Aber du glaubst doch nicht, dass der dir irgendwas sagt, wann er wieder bei Bewusstsein ist. Ja, verlass dich drauf, dass der mir was erzählt. Der Spitzer, der hat mir nicht so den Eindruck gemacht, als ob er ein Profi wäre. Und die Bombe? Die Bombe, die Bombe. Kann doch heutzutage schon jedes Kind zusammenbasteln, eine Bombe. Und, gibt's schon was Neues über den Toten? Der Mann hat zwar zwei Namen, ist aber weder unter dem einen noch dem anderen beim Meldeamt registriert. Na gut, dann ruft alle Hotels durch, einen russischen Pass auf den Namen Schukow, einen argentinischen auf den Namen Ramirez. Und frag du bei der Staatspolizei nach, ob die was unter einem der beiden Namen haben. Und was machst du, wenn wir fragen, ja? Ich gehe zu meinen Freunden aus dem Osten. Freunde aus dem Osten, dass ich nicht lache. Du willst da nur einen Umweg zu deinem Würstelstand machen. Ja, nachdem mir du wieder mal meine Wurstzimmer niedergefressen hast. Bitte, wann soll ich zum Einkaufen kommen, wenn du mich den ganzen Tag herumhetzt? Regt sie auf. Sind nicht einmal Gurken drin. Bratwurst mit einer Mischung und ein Scherzel, bitte. Dankeschön, Franz. Na, was gibt's Neues? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Weißt du was Näheres über die Bomben da am Stephansplatz? Im Radio haben's da berichtet. Ah, ich war dabei. Was soll ich dir sagen? Sie haben einen Kollegen erschossen. Oh. Kannst du nicht aufpassen? Freund, tun Sie bitte, es tut mir leid. Tun Sie bitte. Was tut dir leid? Der Herrgott sagt, du verschmierst doch alles. Gibt's denn sowas? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was gibt's denn? Er hat mir das Geld gestohlen. Ich zahl später. Leider nicht dein Tag heute, ha? Ich bin nämlich auch von hier aus der Gegend. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Na, nur mein Brieftasche, sonst nichts. Aha, Zauberer, was? Und jetzt sagst du mir, woher du kommst. Na gut, dann gehen wir halt zur Polizei. Polizei, nein, keine Polizei, bitte keine Polizei, bitte, mein Vater bringt mich um, bitte. Das ist in Ordnung, aber ich sag dir eines, ich bin öfter in der Gegend, ja? Wenn ich noch einmal erwische, dann gibt's Ärger, verstanden?